Investition. Und als nächstes, nur noch mal ganz kurz am Rande, habe ich auch vor kurzem erst erfahren. Upsala. Wenn wir jetzt hier sowas haben, e hoch x minus 1. Was ist denn hier? Was kann man denn da irgendwie ersetzen, substituieren? What the heck? Und die Antwort ist, das hier oben. Das bedeutet, wenn wir uns die Produktregel, ich will sie jetzt nicht nochmal hinschreiben, weil das sau aufwendig ist, wenn wir uns das hier nochmal in Erinnerung rufen, dann nehmen wir an, wir könnten das hier nicht integrieren, dann könnten wir mal gucken, was wäre denn die Ableitung hiervon? Ach so, wir wollen natürlich das Ganze integrieren. Was wäre denn die Ableitung von x minus 1? Das ist 1 mal 1. So, wenn wir hier mal 1 schreiben, dann müssen wir hier auch durch 1 schreiben. Nur durch 1 und mal 1 ist eigentlich völlig hinfällig. Und wenn wir uns jetzt die Rechenschritte von eben nochmal überlegen, dann kommen wir später auf. Wir wissen, das hier ist die innere Funktion. Die können wir auf jeden Fall immer in unserer Formel, die wir lösen wollen, hinschreiben. Und jetzt integrieren wir e noch. Das ist e. Und stellen fest, es ist dasselbe. Und das machen wir einfach. Wir machen jetzt nochmal ein anderes kurzes Beispiel. Wenn wir jetzt hätten e hoch 1 minus x, dann könnten wir auch wieder sagen, okay, das hier ist die innere Funktion sozusagen. Ist immer für mich schwierig, was ist denn hier irgendwie innere Funktion oder sowas? Und in diesem Fall ist das 1 minus x die innere Funktion. Das heißt, damit wir das in unsere tolle Formel einsetzen könnten, müssten wir hier nochmal diese Ableitung reinschreiben. So, und was ist die Ableitung hiervon? Minus 1 ist die Ableitung. Wenn wir hier aber minus 1 schreiben, das müssen wir hier wieder ausgleichen, haben wir also minus 1. Und das ist gleich, was wir eben hatten, f von g mal x. Okay, was heißt das konkret? Das hier war unser g. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, hier steht irgendwas x minus 1. Und jetzt müssen wir gucken, f. Okay, f, das ist dann also dieses hier. Und wenn wir das jetzt ableiten, also das ist ja, ach nur, das müssen wir integrieren, Entschuldigung, integrieren, integrieren. So, das ist ja schon die Ableitung und wenn wir das jetzt integrieren würden, damit es f ist, dann hätten wir wie eben immer noch e, steht die e hoch 1 minus x. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir hatten hier die minus 1. Das ist egal, weil dieses Ganze landet ja in dieser Formel sozusagen. Aber, oh, wir dürfen diese minus 1 nicht vergessen. Das heißt, minus 1 mal das und das und das. Und das ist auch schon unsere Lösung dafür. Und noch ein zweiter kleiner Ausritt. Wenn wir jetzt hier noch irgendwelche Grenzen hätten, so 2 und 4, dann müssten wir hier noch diese tollen Klammern dazu schreiben, von 2 bis 4, und rechnen das dann einfach aus. Und so einfach ist das. Mehr oder weniger. Vielen Dank fürs Gucken auf jeden Fall.